Reichtum bedeutet nicht, dass man viele große Eigenschaften hat, aber Reichtum ist Selbstzufriedenheit. Wer nicht barmherzig ist, der findet auch kein Erbarmen. Die Sucht nach mehr richtet die Menschheit zugrunde. Niemand von euch hat wahren Glauben, bevor er nicht seinem Bruder oder seiner Schwester das gönnt, was er glaubt, was ihm selbst zusteht. Ein gutes Wort ist Barmherzigkeit. Eine gute Tat ist die, die auf dem Antlitz des anderen ein Lächeln erscheinen lässt. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn freundlich behandeln. Wer mit einem Volke 40 Tage lang umgegangen ist, der wird einer von ihnen. Ein wahrer Muslim ist der, vor dessen Hände und Zunge die anderen Muslime sicher sind. Der wahre Auswanderer ist der, der das verlässt, was von Gott verboten ist. Der bereuende Sünder ist wie der, der keine Sünde auf sich geladen hat. Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten, und Allah hat volle Kenntnis aller Dinge. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber, und seine Frauen sind ihre Mütter. Wir haben dir das Buch hinabgesandt mit der Wahrheit, als Erfüllung dessen, was schon in dem Buche war, und als Wächter darüber. Wegen jeden Lebewesens gibt es Lohn. Vollziehe einige deiner Gebete zu Hause und sieh dein Haus nicht als ein Grab. Der Sterbende ist Gottes Freund. Der vorzüglichste Mensch ist derjenige, der alle seinesgleichen liebt und ihnen Gutes tut, ohne Unterschied, ob sie gut seien oder böse. Wenn ich den Menschen gebildet und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, so fallet betend vor ihm nieder. Die Zunge des Betragens ist beredeter als die Zunge der Rede. Das Zeichen eines Heuchlers ist ein dreifaches: wenn er spricht, lügt er. Wenn er verspricht, hält er nicht. Und wenn er vertraut, fürchtet er. Alle Kinder dieser Welt sind in dem einen Glauben geboren. Erst ihre Eltern führen sie in die Irre dunkler Illusion. Suchet Wissen und sei es in China. Wer sich von der Schuld bekehrt, ist dem Schuldlosen gleich. Wer an Wissen zunimmt, aber nicht an Leitung, der nimmt in Bezug auf Gott
nur an Entfernung zu. Wer gegenüber einem Tier Mitleid fühlt, dem wird auch Gott Mitleid schenken. Seid ihr nicht jedes Mal, wenn Boten euch etwas brachten, was euch nicht zusagte, hochmütig gewesen? Habt die einen Lügner genannt und die anderen getötet? Unwürdig des Gläubigen ist jedes leere Geschwätz. Kein Ritualgebet ist gültig, wenn das Herz nicht anwesend ist. Wer den Menschen nicht dankbar ist, der ist auch Gott nicht dankbar. Alleinsein ist besser als ein schlechter Gesellschafter, aber ein rechtschaffener Gefährte ist besser als Alleinsein. Bezahle den Arbeiter, bevor sein Schweiß getrocknet ist. Die Welt ist ein Kerker für den Gläubigen und ein Paradies für den Ungläubigen. Stellt euch nicht krank, sonst werdet ihr krank, und grabt euch nicht euer Grab, sonst sterbt ihr. Gott gehört der Osten wie der Westen, er leitet, wen er will, auf dem rechten Weg zur rechten Zeit. Das Paradies ist unter dem Schatten der Schwerter und unter den Füßen der Mütter. Zu den schlimmsten Lügen gehört es, wenn jemand etwas für seinen Traum ausgibt, was er nie geträumt hat. Die Tinte des Schülers ist heiliger als das Blut des Märtyrers. Die Welt ist das Saatfeld für das Jenseits. Das Herz